Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. So, wir befinden uns jetzt hier in der ersten Position, wo wir... Warte mal... wo wir jetzt hier so ein Relais da platzieren sollen. Ja, war ja klar. Das war eine Herausforderung. Was ist das denn auf einmal für ein Ziel? Hallo? Ich kehre zu Bulan zurück. Wo war der denn nochmal? Ja, alles klar. Kommt auf einmal so ein Riesenfieder aus dem Boden gesprungen. Ach, hau ab. Haut ab, Leute. So, ich habe keine Lust, mich jetzt hier durchzukämpfen. Ach, schneide ich aus den Scheiß. Fertig aus. So, dann reden wir mal mit Bulan. Gute Arbeit mit dem Sender. Sieht so aus, als würden wir euch ein paar Infos schulden. Dieses Diagramm ist definitiv antike, fremde Technologie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber Grokhan hat ein Teil in der Art in den Laboren der Republik gesehen. Es gibt Gerüchte über die irren Sachen, die die Fremdlinge tief unten im Gefängnis gebaut haben sollen. Fortschrittliche KIs, selbstheilende Droiden, lebende Städte. Ich sagte, das sei eine Maschine zum Heilen? Das macht durchaus Sinn, aber schwer zu sagen ohne Scan. Diese Rakata-Typen haben seltsame Sachen gebaut. Mit weniger hätte ich mich auch nicht zufrieden gegeben. Wie bekomme ich diese Maschine und wie benutze ich sie? Wenn ihr die Maschine scannen könnt, können wir uns ein besseres Bild davon machen, was das Ding ist und wie es funktioniert. Hier, ein Datenchip. Er wird die republikanischen Sicherheitsdroiden dort umprogrammieren, sodass sie die Labore öffnen, damit ihr die Maschine scannen könnt. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Findet dieses Teil für uns und wir finden eure mysteriöse Maschine. Keine Frage! Nehmt das hier mit. Damit können wir den Schatz der Rakata untersuchen, ohne dass ihr das Ding hierher schleppen müsst. Passt nur auf die Häftlinge in dem Bereich auf. Sie sind fieser als die meisten. So, wo muss ich denn jetzt hin? Gehen wir erstmal zu Lord
links und zurück. So, jetzt sind wir ja wieder bei Lord Dingsbums hier. So etwas erlebt man nicht häufig. Wir waren halb so viele und haben ihnen dennoch den Garaus gemacht. Ruger muss außer sich gewesen sein. Es war sicher ein Nervenkitzel, sein Leben auszulöschen. Spaß hat mir das nicht gemacht. Diese Einstellung werde ich nie verstehen. Aber wenigstens können wir uns auf etwas einigen. Ohne Ruger ist unser Landegebiet endlich gesichert. Wenn ihr mich nun entschuldigt, die Pflicht ruft. Ich muss den Kontakt zu Commander Kalum wiederherstellen. Lord Medices, bitte kommen, Lord Medices. Ich bin hier, Commander Kalum. Was wünscht ihr? Elis Ruger hat unser Signal blockiert. Eure Männer haben den Kontakt wiederhergestellt, als er erledigt war. Aber von unseren anderen Einsatzgruppen habe ich nichts gehört. Wir müssen Captain Vendorn erreichen. Unsere Mission ist immer noch in Gefahr. Überlasst mir diese Mission. Lord Medices gibt mir Rückendeckung. Ich gebe hier die Befehle. Aber ja, ihr seid am besten geeignet, um die vermisste Einsatzgruppe zu finden. Sichert das Landegebiet, Lord Medices. Und bleibt immer in Kontakt. Commander Kalum, Ende. Captain Vendorn wurde zuletzt im Sicherheitsbereich gesehen. Findet sein Lager, aber Vorsicht! Die Republik führt mit den Häftlingen dort seltsame Experimente durch. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Beherrschungswert, oder nehmen wir die nochmal? Ja. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Viel Glück bei der Jagd. Ich werde über die Macht meditieren. Gibt es ein Grab, das erforscht werden muss? Meldet euch bald bei mir. Zwingt mich nicht, gegen meine Lehren zu handeln. Ach, deine Lehren sind mir doch scheiße geworden. So, wo ist denn jetzt hier nun mal der... Ah, hier.
Reiseroute bestätigt. So, wir sind jetzt hier am nächsten Posten und reden jetzt mal mit Captain Vendorn und treiben da die Planetenquest ein bisschen voran. Captain Vendorn? Commander Callum hat mich zur Unterstützung geschickt. Einsatzgruppe 4 fühlt sich geehrt, mein Sith Lord. Ich freue mich, berichten zu können, dass unser Häftlingsbefreiungsprogramm nach Plan verläuft. Wir hatten nur einen winzigen Rückschlag. Wirklich. Wisst ihr, die Häftlinge hier... Das sind Banden von tobenden Fremdlingen. Sie waren Teil eines ehemaligen republikanischen Experiments. Die Banden greifen die Republik wie geplant an. Aber sie haben es auch auf unsere Jungs abgesehen. Jetzt befindet sich eine große Anzahl an durchgedrehten Fremdlingen zwischen uns und den Schreckensmeistern. Es ist mir egal, wie brutal diese Häftlinge sind. Ich werde zu den Schreckensmeistern gelangen. Auch wenn ihr die Sith Lords tatsächlich findet, müssen wir diesen Bereich für ihre Flucht sichern. Mein Team sorgt gerade für Ordnung und... Entschuldigt mich. Hier, Captain Vendorn. Tot? Alle? Nein, das ist unmöglich. Genug mit dem Geschwätz und... Sergeant! Sergeant! Die Fremdlingsbanden haben Einsatzgruppe 4 ausgelöscht. Wir haben die Kontrolle über diesen Flügel verloren. Also haben die Fremdlinge Geschmack an imperialem Blut gefunden. Dagegen kenne ich ein Heilmittel. Hab Dank, mein Sith Lord. Nur ein Sith ist diesen brutalen Subjekten gewachsen. Besiegt ihre ranghöchsten Banden und schüchtert die Fremdlinge ein. Dann können wir die Schreckensmeister evakuieren. Bleibt hier und sichert den Außenposten. Überlasst die Häftlinge mir. Danke. Feuert auf die Gamorreaner, die Anomiden und die Gant. Das ist der übelste Abschaum in dem Haufen. Tötet genügend Mitglieder jeder Bande und sie werden lernen, das Imperium zu respektieren. Thank you.
So, ich glaube, ich bin hier im so ziemlich im richtigen Bereich. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Alles klar, hier bin ich richtig. Du war die beste Duellantin in meiner Klasse. Alles klar. Ach, das ist noch ein Bonus. Ja, auch nicht schlecht. Eigentlich kann ich jetzt alles hier in diesem Bereich auslöschen. Alles hier, all die Peoples hier kann ich alle platt hauen. Eigentlich nicht, weil hier ja nur die Anomiden sind. Ja, das sind hier alles nur Anomiden. Gut, dann müssen wir jetzt weiter. Zu dem Punkt, dann zu dem Punkt und dann machen wir die Klassenquests weiter. Oder habe ich das durcheinander gekriegt? Nee, das ist es hier. Doch, das ist hier Planetenkasse. Ich kriege das immer durcheinander. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind die denn jetzt hier? Das sind jetzt... Alles klar. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Ach, sie will schon wieder mit mir reden. Gott, habe ich viel Schaden gefressen. Wir waren da drauf gegangen. Nee, ich mach dich doch mal wieder auf Heilen. Ne? So, wie viel muss ich denn noch? 2 Stück. Klar, jetzt muss ich nur noch dahin, ja wunderbar.
So. Ach, ich bin hier völlig verkehrt. Mal wieder. Kacke, wie komme ich jetzt hin? Ach, andersherum. So, mal gucken. Ah ja, ja. Das ist eine knüssige Jage. Heil und zur Sorge. Alles klar, gut. Bevor wir jetzt aber irgendwohin zurückkehren, machen wir erstmal so, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich jetzt hier in den Knast rein? Denn ich will jetzt hier die Klassenquest weitermachen. Okay, alles klar. Alles wird gut. Ach Gott. Bezwinge den ersten Mech in sich als Druiden. Oh,
nehme an, das ist der hier, ne? Ja. Mein Lichtschwert ist bereit, falls ihr es brauchen solltet. Okay. Jetzt ist er friedlich. Jackpot, Sith! Schaffen wir diesen Droiden heim! Findet die Rakata-Maschine und scannt sie! Ja, ich bin ja schon dabei. So, jetzt will ich das wieder auf Schaden machen. So, jetzt gleich nochmal um die Ecke rum. Ich bin bereit, Meister. Das finde ich gut. Ich übernehme das. Ein noch. Komm, ein Druide muss ich hier noch. Warte mal. Republikanischen Druiden, also ein Druiden muss ich hier noch, ne? Den Punkt ist das, nehme ich ja jetzt nicht. Ja, noch einer ist. Ja, bitte, da. Alter. Ja, werde er fertig.
So, scanne die Rakata-Maschine. Das men jetzt gefolgt, egal jetzt denn die. What? Und wer genau beobachtet mich? Sollten du Barber und die Kinder hängen jetzt. Wir haben euer Signal deutlich empfangen, Sith. Das Ding hier ist einfach der Wahnsinn. Es hat Ausmaße in Dimensionen, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Sieht fast so aus, als hätten diese Rakata-Freaks existierende Spezies genommen und sich alle nützlichen Teile davon ausgesucht. Modulare Lebensformadaptation, sowas denkt sich doch niemand aus. Euer Darth war nicht auf Medizin aus, sondern auf Mutationen. Was für Mutationen? Kann ich nicht sagen. Dieses Gerät enthält keine Daten zu machtsensitiven Spezies. Es muss hier irgendwo noch so eins geben. Our Tweetby, Kus Nummer nie. Rokan, ich brauche einen Satelliten, um das hier zu verfolgen. Mal sehen, wo der Knabe zu Hause ist. Bei allen Huttenwarzen, das Ding ist riesig. So eine Art Superschnittstelle der Rakata. Und es läuft noch. Das ist doch sicher, wonach ihr gesucht habt. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Mal sehen. Sieht aus wie... Oh je, Quarantänezone. Die Luft dort ist tödlich. Moment, wir versuchen euch eine Ausnahmegenehmigung zu beschaffen. Aber seht euch vor, wenn diese verrückte Maschine tatsächlich läuft, dann muss jemand da sein, der sie gestartet hat. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.